Moin Meister und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Mods. Gestern gab es ja einen Double Upload, den wird es heute nicht geben, weil das gestern dann schon sehr stressig war, weil einfach OBS nicht funktioniert hat. War schade und heute habe ich mir überlegt, ein bisschen Tools anzufertigen und vielleicht auch schon mal einen Grundriss vom Haus zu legen. Also, ich hätte jetzt noch gerne ein ultra wichtiges Tool, und zwar wäre das eine gute Lumber-Ex. Klar, ich habe eine Stone-Lumber-Ex. Die ist jetzt aber nicht die beste, jetzt mal, wenn man, ja, jetzt, sprach eine Bubble, jetzt wenn man mal ehrlich ist. Aber ich kann vielleicht auch erst einmal, oder ich gehe kurz, ich habe noch genug Obsidian. Dann schaue ich mal ganz kurz, was so die ganzen Lumber-Ex-Parts an Materialkosten haben. Ah, 8. Aber ich habe ja die Schmiede vergrößert, weil dann würde ich nämlich, das brauche ich, dann, ja, ich weiß wieder, was los ist, brauche ich das nochmal in Stein, ne, warte mal, ein bisschen verplant, ein verplanter Herr, die Platte würde ich in Obsidian machen, Eisen, Eisen, Eisen erst einmal, also 3, 3 und 8, Oh, ich brauche 14 Eisen. Habe ich noch irgendwo Eisen? Komm schon. Ich habe doch noch in meiner kleinen Höhle ein bisschen Eisen. Bitte. Oh, 15 Eisen noch. Gut. Das habe ich. Wo ist meine Tafrot? Habe ich die? Ach, die liegt da noch drin. Ja, ich habe aber nicht noch was vergessen. Das kommt da wieder rein. Dann mache ich gleich mal hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ich habe noch was vergessen zu zeigen. Und man kann die Erze auch hier drin schmelzen und dupliziert man sie sogar, glaube ich, auch noch. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 3 mal 4 sind 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 sollten drin sein, wenn mehr drin ist. Dann haben wir Zeug dupliziert. Und das wäre super. Das ist kein Bug. Das ist. Oder es geht nur in anderen Versionen von diesem Mod. Das ist einfach vorgesehen. Ich glaube, 2 brauche ich immer pro Cast an Gold. Und dann muss ich noch ganz schnell mir hier einen Steinachskopf machen. Oh, ja. Vielleicht auch mal richtig machen. So. Hier. So. Dann kann ich das nämlich in Gold wieder schmelzen, falls ihr die Folge gesehen habt, wie ich das gemacht habe. Falls es überhaupt online war, dann. Okay. 2 Blocks. 9 plus 9 sind 18. Ja, es ist auf jeden Fall dupliziert. Seht ihr schon, es ist auf jeden Fall dupliziert. Weil ich werde es wahrscheinlich nochmal im Schnitt mir nochmal ausrechnen, wenn ich das Video nochmal anschaue. 2 Blöcke, das sind ja schon 18 und ich habe ja gerade, glaube ich, keine. Wobei doch, ich habe. Nee, nicht mal. Das Ding hat vielleicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Das hat 18 Slots. Das ist definitiv geduped. Kein Bug, wie gesagt, sondern einfach ein Feature. Gut, dann werde ich hier 2 Gold reinschmeißen. Hab hier den Axtkopf, dann kann ich den als nächstes machen. Und kann in der Zeit schon mal den Creeperkopf. Ich nenne ihn immer Creeperkopf, das ist der, denke ich schon. Aus Obsidian machen, weil ich mache den gerne aus Obsidian, ich weiß nicht warum. Ich habe das Gefühl, dann ist das Zeug besser. Wenn nicht, dann habe ich ziemlich viel Scheiße gebaut, oder? Dann nehme ich mir das Gold. Hier. Perfekt. Ja, das hat sich wirklich schon gelohnt, dieses Schmieden-Upgrade. Und ich werde wahrscheinlich irgendwann noch größer bauen. Und eine Schmiede ist halt einfach das Wichtigste. Und das macht, komme ich da nochmal. Kommt nochmal ein bisschen Eisen rein. Ja, ist auf jeden Fall Video. Das ist nice. Da sehe ich, dass dieser Mod halt einfach unnormal krank ist. Und was ich noch unbedingt für eine Kiste machen wollte, war eine Cast. Nee, das ist die Pattern Chest, aber warum kann ich denn da meine Casts nicht reintun? Okay, dann werde ich hier oben wahrscheinlich noch eine Holzkiste hinstellen, wo ich meine
Casts reinbaue, einfach reinlege einfach immer. In mein Inventar bitte. Sind das alle? Was das hier für ein Tisch ist, das solltet ihr auch wissen, wenn ihr die letzte Folge gesehen habt. Nicht die letzte Folge, sondern die Folge Tinker's Construct sollte die Folge geheißen haben. Wenn nicht, dann tut mir leid, dass ich mich irre, aber Fehler sind menschlich. Dann habe ich hier den Axtkopf, nehme das raus, packe hier rein. Upgrade kann ich leider nicht draufpacken, weil mein Material an Upgrade ist gerade ziemlich wenig. Oh, hat so eine geringe Haltbarkeit, nur Mining Level Kobalt. Ich kann damit Kobalt fahren, weil theoretisch Mining Speed Attack, das ist, glaube ich, eine gute Lumber-Ex, die sich sehen lassen kann. Und dann schmeiße ich meine alten Flechtenwerkzeuge mal weg. Und hier oben werde ich wahrscheinlich auch Erze reintun und alles Zeug, was ich für den Mod halt einfach brauche, dass ich auch die Kisten mal ein bisschen sortierter habe. Dann packe ich hier das noch rein. Dort kommt hier auch rein. Cobblestone, die Dinger passen jetzt nicht mehr rein. Bäume werde ich noch anpflanzen. Und das da, perfekt. Und die Blöcke? Ach hier, das nehme ich noch raus. So. Dann ist auch Nacht und dann werde ich auch wieder schnell schlafen. Aber ich möchte noch ganz schnell hier das Zeug rein verlagern. So. Spitzhacke kann auch weg. Gut, dann schnell schlafen gehen. Und das meine ich, Tinker's Construct ist einfach ein guter Werkzeugmod. Wenn man ein gutes Werkzeug haben will, lohnt sich Tinker's Construct. Und wenn man zum Beispiel auf dem Laptop zockt und sich eine Karte anzeigen lassen will, Waypoints haben will und Koordinaten, weil man das am Laptop nicht machen kann, zumindest an meinem nicht, dann holt euch auf jeden Fall Journey Mod. Und nochmal ganz kurz angemerkt haben, dass quasi der Mod da in der Ecke, diese Karte da, die ich habe glaube schon erzählt, da öffnet sich dann quasi, da sind auch die Koordinaten und das Biom und das ist eigentlich immer ganz gut. Dann, was wollte ich noch machen? Das kommt alles weg. Das werde ich jetzt auch mal schnell verbrennen. Ja, wobei. Ich habe ja noch die guten Flügel gemacht im letzten, okay, oder hab ich noch, im letzten Part. Und jetzt wollte ich einen Grundriss von meinem Haus schon mal ein bisschen legen, dass wir auch relativ schnell ein Haus haben. Und ich nicht so lange obdachlos bleibe. Also, ich möchte circa hier den Eingang bauen, wo die Säule ist. Und es soll so eine gigantische Tür werden. Ich glaube, ich habe da noch eine. Wenn ich die gedroppt habe, dann ärgere ich mich natürlich ein bisschen. Nee, perfekt. Weil ich muss wissen, wie breit die ist. So, dann baue ich die mal hin. Okay, ein bisschen fehlgeplaced. Lumberex. Ja, kann man sagen, dass das verschwendet ist, aber ich sage dazu nur, ich habe das Werkzeug, ich kann es nutzen. Perfekt, da ist die Tür, die fette. Dann geht die Wand hier so lang, hätte ich gesagt, so ein paar Blöcke. Und in die Richtung auch. Warte, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Da lasse ich jetzt die Säule noch da, weil da soll auch so ein Säulengang werden. Dann kommt hier noch eine Säule hin und hier noch eine Säule hin. Dann geht das erstmal so nach hinten. Das wird nämlich nur der Eingangsbereich jetzt werden. So, dann geht das nochmal nach hinten und diesmal schön weitläufig. Und zwar so 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das soll auch kein gigantisches Haus werden. Das ist einfach, weil das meiste muss ich wahrscheinlich unterirdisch abspielen. Dann gehe ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 und dann wieder hier zurück. Aber ich mache das noch auf der anderen Seite mal ganz schnell. Dann habe ich hier meine Lumber-Ex, dann fahre ich noch schnell die zwei Bäume hier wieder ab. Hui. Ja, wenn ich ein bisschen mehr Redstone hätte, dann würde das auch ein bisschen schneller gehen. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, und dann geht's hier wieder 1, 2, 3,
1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Auf der anderen Seite genau dasselbe. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn. Fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig, 23. Sehe ich auf dieser Höhe hier nach hinten. Da mache ich es mir so ganz einfach. Und baue dann da auch in die Richtung hier. So. Perfekt. Und ich habe keine Erde mehr. Und bevor ich jetzt hier wieder Material wechsle und alles wieder scheiße aussieht, ist jetzt hier ein Monster. Okay, was hat denn da gerade so geschimmert? Dann werde ich mir hier schnell ein bisschen Erde holen. Im Besonderen war es nicht viel. Perfekt. Diese Schaufel ist einfach so unglaublich krass. Bam. Oh, da ist ein Creeper, okay. Den wollen wir hier nicht haben. Nice, besiegt. Dann baue ich hier wieder weiter nach hinten. Gedacht, ich habe mich verbaut. Und warum soll das Teil des Gebäudes so in den Berg reingehen? Ganz einfach, weil ich möchte auch so ein bisschen in den Berg reinbauen und da dann den Eingang zum Labor bauen. So. Mal schauen, wie das jetzt so aussieht und ob das überhaupt groß genug ist. Und dafür werde ich mir jetzt gleich mal meine Flügel schnappen und fliegen. So. Und ist das groß genug? Ah, ich sehe es auf der Karte. Ich finde es groß genug. Ihr könnt gerne noch Vorschläge hinschreiben. Ah, ich habe noch eine Idee, was ich mache. Und zwar, der Baum kommt noch ganz schnell weg. Und zwar mache ich so den ein, mache ich hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei. So, das ist jetzt egal mit dem Zellen. Gehe ich schnell auf die andere Seite und messe mir dieselbe Stelle wieder raus. Und die ist hier. Eins, zwei, drei, vier. Bum, 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 bam, 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 bam. Ne, da soll nicht hin. Ja, ich bin eigentlich mit der Form relativ zufrieden. Es ist nicht das kleinste Gebäude und ist auch nicht das größte, was auch nicht mein Ziel war. Es ist einfach
eine schöne Form. Und der Untergrund wird dann einfach mehr haben. Einfach die ganzen, wenn noch mehr Maschinen dazu kommen, Maschinen, hier oben soll es halt eigentlich schön eingerichtet werden und das da wird dann auch runter verschoben werden. Ja, dann noch so eine fette Fronttür, dann diese, ups, mal kurz wieder gegen das Mikro gehauen, dann hier nochmal diese Säulen, das könnte wirklich nicht schlecht aussehen und ich mache die Säulen, glaube ich, doch aus Quarz jetzt. Ich habe die schon etwas länger dastehen. Hat man ja gesehen. Und ich muss sagen, ich bin immer mehr ein größerer Fan davon. Also, 1, 2, 3. Und jetzt kann ich nochmal eine Säule bauen. Und dann habe ich auch schon ein bisschen mehr abgesteckt wieder. So, dann baue ich aber erstmal die Säule hier hin. So, dann kommt das ganze Zeug wieder weg. Und die Säulen stehen schon mal da. Und werden wahrscheinlich doch noch eins höher gebaut werden. Ich habe kein Material mehr, okay. Gut, dann ich möchte nämlich das so ein bisschen Quarz, Holz versuchen zu mischen. Und Concrete wird wahrscheinlich auch mit reinkommen. Ja, dann schaue ich mir jetzt nochmal auf der Karte an. Ja. Waypoints, Home, Remove, New, Cancel, Close. Home, Sweet, Home, Safe. Jetzt haben wir den Home-Punkt etwas woanders hingebaut. Und ich werde diese Säule dann doch abreißen oder die Tür wird eins nach hinten versetzt werden. Die Säulen werden vielleicht noch ein bisschen versetzt. Das könnt ihr, wenn ich mich daran erinnere, wird es gleich eine Abstimmung oben rechts geben. Dann könnt ihr dann entscheiden, ob die Säulen verschoben werden sollen oder bleiben sollen. Und ihr könnt auch, wie gesagt, noch gerne Ideen schreiben, wie man das noch bauen könnte. Hier sind meine E-Wings. Und falls ihr ein gutes Sortiersystem, ein gutes automatisches Sortiersystem mit Redstone kennt und ihr wisst, dass das auch für die 1.12.2 funktioniert, dann könnt ihr mir auch gerne den Link von dem Video in die Kommentare schreiben. Ich werde auch nochmal selbst ein bisschen schauen, aber ich würde mich sehr über eure Unterstützung bei dieser Suche freuen, dass ich weil ich möchte halt gerne ein automatisches Lager einbauen. Oder falls ihr einen Technik-Mod kennt, einen kleinen, wo es ein automatisches Lager auch schon gibt, dann könnt ihr das auch gerne schreiben. Weil dann würde ich, glaube ich, eher zum Technik-Mod gehen, auch wenn es schwierig wird mit noch einem Modpack. Weil das manchmal gerade schon ziemlich laggt. Gerade läuft es bei mir zumindest sehr flüssig. Ich weiß nicht, ob es in der Aufnahme laggt. Ich habe jetzt auch mein Texture-Pack, wie ihr schon seht, seit zwei Folgen, glaube ich, raus. Und, ich glaube, die Leistung hat sich damit schon ein bisschen erhöht. Dann werde ich jetzt hier noch wieder den Baum pflanzen. Baum. Nicht der kleine Baum pflanzt wieder Bäume. Falls ihr euch wundert, warum ich so einen Skin habe. Das ist der Skin meines Bruders. Der hat meinen YouTube-Channel Baumpflanzen und da sahen halt alle aus wie so Bäume. Und daher hat er diesen Skin und ich den nicht ändern, weil Sicherheitsfragen weiß er gerade nicht mehr und ich nutze seinen Minecraft-Account, den er mir mal geschenkt hat. Ja, und deshalb habe ich den Baum. Aber ich bin echt zufrieden mit dem. Ich finde den ganz lustig eigentlich. So, dann wird hier wieder ein Baum gepflanzt. Und Dark Oak Wood bräuchte ich. Und dafür bräuchte ich ein Dark Oak Biome. Und da habe ich auch schon eins. Oh, ich habe eine Nachricht bekommen. Hat man das, glaube ich, schon gehört, weil ich habe jetzt mein Handy mal auf Klingelton an, weil sonst habe ich es oft immer. Okay, Jakob hat mir eine Sprachnachricht geschickt. Werde ich dann nach dem Video abhören.
Ich überlege, ob ich jetzt ganz schnell hier hinfliege und mir ein paar Bäume fälle. Ich glaube, das mache ich sogar, dass ich mir Zeppelin holen kann. So, bei Schlucht ist es ungefähr. Let's go. Ich habe ja die geile Lumber X. Ja, Iron Obsidian finde ich eine coole Kombi, aber mit Kobalt ist es natürlich besser. So, einfach hoffen, dass meine Flügel jetzt nicht kaputt gehen. Das wäre nämlich schon ein bisschen doof. Ich werde es wahrscheinlich in dieses Video eine Abstimmung machen, ob ich mich teleportieren darf oder nicht, weil das habe ich jetzt vergessen im letzten. Oder ob ihr sagt, ja, du darfst dich teleportieren, aber musst dafür einen coolen Teleportraum aufbauen. Also musst quasi Ressourcen wasten und da ist Dark Oakwood. Ja, Mann. Und falls ihr sagt, nimm das Texture Pack nochmal rein und test nochmal, ob es dann auch noch wieder flüssig läuft, kann ich das auch gerne machen. Müsstet ihr aber dann in die Comics schreiben. So. Oh, geil. Dark Oakwood, einer der geilsten Hölzer in ganz Minecraft. Also zumindest in Vanilla. Es gibt in Mods definitiv coolere Bäume. So, dann kommt schon Saplings. Bitte gib mir ein paar Saplings. Ja, perfekt. Einer, zwei. Ich würde gerne vier haben. So. Komm schon. Ich überlege gerade, soll ich noch auf die Slime-Insel gehen, dass es noch ein bisschen Action in der Folge kommt? Und nicht nur so, ja, ich baue jetzt Umrisse meines Hauses. Und das war's. Das wäre auch schon ein bisschen lame. Deshalb werde ich gleich noch da hochfliegen zu den Slime-Inseln und ein bisschen Action erleben. Und drei. Komm schon, einer geht noch. Einer geht noch. Perfekt. Dann, wo genau ist Slime? Ja, du bist Slime. Oh, 400 Meter. Nee, warte. Ich glaube, ich vertue mich gerade. Ah, doch, da waren die Slime-Inseln. Okay, da wollte ich auch ursprünglich, glaube ich, hin. Gut, dann auf zu Slime. Ja, man kann die Luft essen. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Ich habe die Sounds wieder aus, weil ich höre irgendwie die Sounds über mein Laptop-Audio und dann ist es so unglaublich laut in meinen Aufnahmen und das will ich jetzt auch nicht. Gut. Dann kommt her, Slime-Inseln. Ich habe immer noch keine Rüstung. Wenn ich jetzt drauf gehe, dann ist das wirklich beschissen. Und falls euch wundert, was kann das Slime-Insel? Schnell. Okay, gut, perfekt. Ist der runtergesprungen, das Slime? Komm her. Ich glaube, das sind alle Slime-Blöcke hier. Ups. Carrot Slime Block, Slime Ball. Und die gehen mit der Schaufel weg. Das ist nice. Das ist wirklich gut. Gut, dann fahre ich mir schnell hier ein paar Slimes. Das ist halt der Vorteil. Oh. Okay. Oh, meine Schaufel ist jetzt auch mal bald kaputt. Ja, das ist nicht die beste Schaufel, auch von der Haltbarkeit her. Aber ich werde es jetzt erstmal nutzen. Weil ich habe noch keine bessere. Und so unglaublich schlecht finde ich es jetzt auch nicht. Es ist besser als eine normale Dia-Schaufel. Das auf jeden Fall. Green Slime Dirt. Kann ich das auch in Slime umwandeln? Nein. Gut, dann war es das erstmal mit der Slime-Insel-Action. Und ich werde home fliegen. Warte, ganz kurz.